Hey Leute, ich bin wieder da, bin wieder in meinem Revier und ich bin heiß. Denn in 2 Wochen Urlaub habe ich tatsächlich die Skatkarten kein einziges Mal angerührt. Das habe ich bisher, glaube ich, in meinem Leben auch noch nie durchgehalten, seit ich Skat spiele. Es war gar nicht so schlimm wie befürchtet. Ich habe gar nicht so viel vermisst, aber jetzt kitzelt es doch wieder, das muss ich sagen. Habe gestern schon auf dem Clubabend einen ersten Live-Auftritt wieder hingelegt, gleich wieder auf die Rübe bekommen. Deswegen muss und soll es jetzt beim Rocket natürlich weitergehen und funktionieren. Als erstes allerdings hier nochmal ein kurzer Überblick. Muss mich ja selber erstmal wieder reinfinden, was ist eigentlich hier passiert in den letzten 3 Wochen. Wir gucken erstmal in den Jackpot. Aha, 36.500 Euro. Es geht also weiter. Jede Woche sind fleißige Spieler dabei, die was einzahlen und dann hoffentlich auch was dafür bekommen. Denn gestern zum Beispiel war wieder ein Monatsturnier. Und da können wir ja auch gerade mal kurz reinschauen, wie das ausgegangen ist. Rocket Monatsmission gestern hier. Die einzelnen Serien sind tatsächlich noch maskiert. Nicht so schlimm, wenn ich ganz nach unten blätter. Sehe ich den Stand und da können wir sehen, Jette, Sapunta, Ben, Rupfvogel, Twister, Picol und Traxtor haben das Finalticket gezogen. Also 7 weitere Qualifikanten. Herzlichen Glückwunsch. Die folgenden brauchen auch nicht so traurig sein. Die haben noch ein schönes Preisgeld gewonnen, um gleich weiterzumachen, was sie hoffentlich gleich wieder investieren. Ja, und ansonsten könnt ihr auch euch immer hier über Ranglisten Rocket einen Überblick verschaffen, was ist eigentlich in dieser Qualifikationsperiode los. Bisher ist noch nicht so viel los in dieser Woche. Oh, Hase hat schon zwei super Ergebnisse, 800 und 700. Der wird es dann wohl packen. Das muss man erstmal aufs Parkett legen. Wie gesagt, ich steige jetzt heute ein und dann schauen wir mal, wie es nach meinem Urlaub am Kartentisch für mich funktioniert. Also ran an den Feind. Und hier erste Überraschung, auch für mich übrigens keine Absicht. Ich habe den Mauszeiger mit drauf, da hat sich also doch irgendeine Einstellung verändert. Ja, bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das nervt oder ob es vielleicht sogar cool ist und ich das in Zukunft beibehalten soll. Erstes Spiel, ich habe nichts. Mittelhand kommt bei 24 ran und tauft Herz Hand. So, erster Stich auf den Partner. Schnibbelt man natürlich nicht, wie es so schön heißt, auch nicht beim Handspiel. Also rausnehmen und direkt die Farbe zurück. Meist ist die 10 ja dann doch beim Partner, so ist es hier auch. 24 Augen. So, jetzt Abwurf Kreuz Lusche. Da kann ich, denke ich, bedenkenlos das Kreuz Ass dazu tun auf 39. Also Karo Lusche Dame, Kreuz Lusche blank. In Fehl hat der Alleinspieler schon die eine oder andere Schwäche hier bewiesen. 39 liegen. Ich habe auch nur noch einen Trumpf. Die Frage ist, wird das reichen? Denn ich habe hier nur Bilder in der Hand, keine vollen mehr zum Wimmeln. Das dürfte hier wahrscheinlich ein bisschen zu dünn sein. Von meinem Partner kommt ja auch schon der Trumpfkönig. Gut, hat er den Kreuzbuben noch? Hat er doch 4 Trumpf? Wohl eher nicht, wo der König kommt. Ich sehe hier nicht mehr allzu große Chancen, denke, dass ich hier noch einmal tauchen kann. Ja, da hat mein Partner dann jetzt doch rausgenommen und hat die Pik 10 selber. Ja, Mensch, wo er Pik 10 selbst hat, warum hat er denn das Bild im ersten nicht rausgenommen? Interessant, jetzt wird hier noch die Herz 10 angeboten, damit kommen wir genau auf 59. Kreuz 10 auch bei meinem Partner, er kann also an sich wissen, dass er nicht mehr als zwei Bilder schnappen kann. Aber natürlich hat er allein schon die Herz 10 nur angeboten, weil wir damit nicht mehr gewinnen können und eine Trumpf Lusche im Skat liegt. Wenn ich also auf den Pik-Buben ein Bild gewimmelt hätte, dann wären wir wohl trotzdem nicht hingekommen, dann hätte der Alleinspieler eben die Trumpf 10 nicht angeboten. Also nichts passiert. Außer, dass das Spiel mit 61 gewonnen wurde und das ist ja immer eine ganz schöne Geschichte für den Alleinspieler. So, zweites Spiel, mein Auftritt, halber Grand Hand hier schon. Ass zu dritt, drei starke Buben und zwei bestellte Zehner. Wollen wir da nicht mal Kreuz oder Herz Ass mit raufreißen und hepp. Jawohl, da ist es wieder. Pik 8 und Dame. Die Traumfindung, also die einzige Konstellation, in der aus einem Riesenansatz plötzlich ein Scherbenhaufen wird. Denn jetzt kriege ich plötzlich keinen Sechstrümpfer zusammen mit Seitenass, sondern entweder nur einen Sechstrümpfer mit 4.
Beikarten faulen oder einen Fünftrümpfer mit einem hohlen Ass, also plötzlich nicht mehr so gut. Ich drücke jetzt aber 20 Augen. 20 ist hier meine Stärke, mein Beleg. Dann sollte ich ja in aller Regel mindestens 4 Volle nach Hause bekommen. Das Trumpf Ass, ein Trumpf voll noch und das Karo Ass und der fünfte Volle würde das Spiel schon für mich entscheiden. Aufschlag, Herz König bedient Lusche. Das sieht natürlich schon ein bisschen gefährlich aus. Klar kommt jetzt auch das Herz Ass hinterher. Ja, hat jetzt hinterhand noch die letzte Lusche, wenn überhaupt natürlich nur eine Lusche, nicht den König. Und das ist natürlich immer so ein bisschen fraglich, aber wenn ich jetzt mit dem Buben hoch einsteche, den quasi festnagel, dann geht mir dafür sehr wahrscheinlich ein Trumpf voller durch die Lappen. Das ist also auch kein gutes Geschäft. Ich hoffe mal, dass ohne Reizung jetzt hier nicht gleich noch die Viererlängen aufgezogen sind. Steche deswegen sogar ein Stück weit optimistisch mit der Dame ein. Ja, und da haben wir es gleich. Trumpf, 10, Überstich. Und dann wird auch noch genau in Kreuz 14 Augen getroffen mit dem Bild und dem Ass. Das Spiel ist also katastrophal losgelaufen. Das kann man nicht anders sagen. Klar, jetzt werden auch noch die fehlenden beiden Herzen hinterherkommen. Ja, jetzt nochmal stechen, bringt mich auch nicht weiter. Es ist zum Glück jetzt nur noch ein Fehlvoller unterwegs. Das ist die Karo 10. Also denke ich, schmeiße ich mal zweimal ab und hoffe, dass die nicht auch noch hinter mir sitzt. Aber wie es denn so ist, sie sitzt natürlich hinter mir. Jetzt fehlt aber wirklich nur noch das Trumpf Ass und das muss ich jetzt natürlich bekommen. Kreuz König, damit stehen sie. Wer hat mitgezählt? Ich tatsächlich nicht, aber ich weiß ja schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Die Gegner stehen jetzt auf 59 und gefühlt hatten sie auf jeden Fall so viel, dass es keinen Stich mehr geben darf. Deswegen jetzt Trumpf von oben und hoffen, dass der Herzbube eben zu zweit steht, dass es keinen Trumpfstich mehr gibt. Und genau so ist es auch. Da kommt das Trumpf Ass und jetzt noch mit der Karo Dame komme auch ich auf 61. Also, das kann nicht nur Spieler 3, das gelingt auch mir ab und zu mal. Tja, das war dann aber wieder nichts. Spieler 3 legt nach. Und was legt er nach? Ihr seht es am Mauszeiger. Ich habe eine ganz ruhige Hand. Er soll sich mal nur in Ruhe Zeit lassen. Mich kann er damit nicht nervös machen. So, nun aber. Kreuz ist Trumpf, da haben wir es doch. Und ich habe nur einen Trumpf dagegen. Vielversprechend. Schauen wir mal, ob mein Partner etwas Trumpfstärke beisteuern kann. Dann sollte da was gehen. Ja, aber die Hoffnung stirbt ja manchmal nicht zuletzt, sondern auch zuerst. Offenbar ein Spiel mit Vieren, denn Trumpf 10 kann schon nicht übernommen werden. Ja, Pik Ass an der Seite hatten wir auch schon gesehen. Mit Vieren werden es wohl auch mindestens 6 Trumpf sein. Alles andere wäre ja komplett blödsinnig. So ist es auch, 6 Trumpf, dann ist das Spiel wohl nur noch ja, in unserer Fantasie gewinnbar oder mit ganz komischer Drückung und Verlauf eigentlich nicht vorstellbar. 21, okay. So, jetzt hat er aber schon kein Karo mehr. Das heißt, er hat entweder noch 2 Herz oder noch 2 Pik. Auf jeden Fall logischerweise noch 2 unbekannte Karten. Deswegen versuche ich hier auch auf sicher Schneider freizukommen. Egal, ob das jetzt die beiden Herzen waren oder hier 1 und 1. So sind wir also sicher rausgekommen. Spieler 3, der geht ja richtig in die Eisen hier. Der müssen wir aufpassen, dass er uns nicht gleich davon zieht, denn bei mir ist wieder nichts angekommen. Aber da, Spieler 2. Erfreulich in dem Moment. Ein weiterer Mitspieler klinkt sich ein und der spielt auch noch Kreuzhand. Das sehe ich natürlich erstmal gerne, denn ich habe gar keinen Trumpf. Ich habe gerade in Pik, wo 33 gereizt ist, schon mal das Ass zum Wimmeln und auch noch das Karo Ass. So, ihr seht es hier, Pik Ass hatte ich an sich schon in der Hand. Bis dann enttäuschenderweise mein Partner Kreuz 8 mit der 7 noch unterbietet. Warum hat er das gemacht? Ob das so eine gute Idee war? Gut, den Karo-Jungen nimmt er jetzt mit. Da geht das Pik Ass natürlich rein. So, war das eine gute Idee? Oh, wir wissen es noch nicht, denn es kommt überraschenderweise nicht Pik hinterher, sondern Neublau, Karo. Okay, vielleicht blank. Gehe ich doch mit dem Ass rauf. Nee,
Das war jetzt aber ärgerlich, denn damit ist mein letzter verbliebener Voller dem Alleinspieler in den Rachen gefallen. Karo Ass lief also nicht gut. Nun habe ich auch nicht mehr zu wimmeln. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was sich mein Partner da gedacht hat. Oh, er hat selber die Karo 10 noch in der Hand. Das ist ja auch interessant, dass er dann, wo er die Trümpfe kennt, und es ja jetzt eigentlich schon nur noch ein 7-Trümpfer sein kann. Denn dass er mit 5 Trumpf dagegen jetzt die Trumpf 8 nicht übernimmt, schwer vorstellbar. Dass er dann gegen den 7-Trümpfer aus Karo 10 Lusche noch mit der Lusche anwackelt, halte ich für ein wenig zweifelhaft, ob das eine gute Idee war. Da hätte er an sich auf volle Stiche gehen müssen, Karo 10 raus, auf einen 21er Stich versuchen. Das hätte natürlich auch nicht hingehauen. Und hier sehen wir es auch, was das für eine starke Beikarte vom Alleinspieler ist. 7 Trumpf mit Herz Ass 10 7. Das Spiel war natürlich beim besten Willen nicht zu schlagen. Trotzdem schaue ich ja immer dann schon mal, wie meine Mitspieler drauf sind. Und Spieler 3 hat hier, denke ich mal, im Gegenspiel schon gezeigt, dass er da ja ein bisschen laissez-faire vorgeht, sagen wir es mal so. So, hier bin ich natürlich gerne bereit, ein Herzspiel durchzuführen. Das Problem mit zwei blanken dunklen Zehnern und leider nur der roten Farbe werde ich wohl kaum Besitzer werden. So ist es auch bei 22, bleibt mir nichts anderes als zähneknirschend das Spiel zu passen und zu hoffen, dass wir mit der Farblänge in Herz dem Alleinspieler was abknispern können. So, mein Partner hat zumindest offenbar nicht die blanke Herz 8, die hätte er wohl ausgespielt. Das nehme ich nochmal für ein gutes Zeichen, dass wir vielleicht gleich noch einen 23er, einen 21er Abstich fabrizieren können in Herz, aber das ist auch nicht der Fall. Mein Partner hat dann noch das Herz Ass. Dann wird es wohl hier wieder bestenfalls im Schneider gehen. Ja, an sich, wenn ich Schneider freispielen will, muss ich jetzt Kreuz 10 bringen. Wollte ich jetzt aber dann irgendwie doch nicht, obwohl ihr seht, dass ich es hier überlegt habe. Habe mich dann doch für Herz Dame entschieden, nach dem Motto: Vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir doch noch das Spiel schlagen, wenn mein Partner jetzt auf Herz schon anfangen kann, Kreuz abzuschmeißen. Aber das war natürlich doch dann wieder zu optimistisch. Jetzt sind wir zur Belohnung tatsächlich Schneider geblieben. Da hätte ich also wohl etwas früher das Handtuch werfen sollen und ein neues Ziel definieren. Oh, was haben wir denn da? Das ist reizbar. Da fehlt nur eine zum Nullouvert. Es fehlen zwar im Prinzip zwei, aber die Pik 8 in Vorhand ist ja keine wirkliche Schwäche, die kann ja ausgespielt werden, also brauche ich an sich nur eine gute Karte im Skat. Ja, eigentlich nur die Frage, komme ich ran oder nicht? Erfreulich, dass Mittelhand auch gereizt hat. Das spricht doch dafür, dass ich eine Chance habe und beide Spieler ein bisschen Material haben. Und so ist es auch. Das hebt sich gegenseitig auf. Keiner kann mehr als 23. Ich komme ran und natürlich golden gefunden. Jetzt kann ich schon eine Stehkarte oder eine gute Karte, die Pik 10, mitdrücken. Und habe ein schnelles, leichtes Spiel. So, Hälfte der Liste. Schauen wir mal kurz auf den Zwischenstand. Hat sich wirklich so gut wie gar nichts getan oder ist noch keine Tendenz erkennbar. 169, 179, 190 ganz eng zusammen. Hat sich also noch keiner abgesetzt und es ist noch nicht sichtbar, dass hier einer von uns dieses Turnier rocken wird. Jetzt aber zwei Alte und zwei Asse. Das geht doch erstmal los. Aber Vorhand hält und Vorhand hält und Vorhand hält 30. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, dann ist alles, was jetzt über 30 hinausgeht, sehr, ja, bedenklich. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass ich selber drei Siebener im Blatt habe. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn Kreuz etwa die 9 wäre oder Pik 7 die Dame, dann würde ich ja sagen, okay, kann sein, dass der Mann einen Nullouvert hat. Den werde ich einfach überbieten und dann mal gucken mit zwei Buben und zwei Assen. Aber wo ich diese drei Siebener selber habe, da kann es sein, sich der Nullouvert nicht sein. Und dann muss ich wohl, wenn ich einigermaßen seriös bleiben möchte, an dieser Stelle erneut zähneknirschend das Spiel aufgeben. Tja, Kreuz habe ich mir natürlich gedacht, habe ich mir nicht unbedingt gewünscht, denn da sieht es an sich mit meinen Trümpfen nicht so gut aus. So, nun haben wir also wahrscheinlich einen Sechstrümpfer vorliegen, wo mein Partner die beiden Luschen hat.
vier Augen erst. In meinen roten Farben kann ich möglicherweise auf Zehnerjagd gehen. Deswegen öffne ich erstmal die andere Farbe, mit der ich hoffentlich am wenigsten kaputt machen kann. So, mein Partner hat das Ass, 19. Dann spielen wir Pik. Nee, er spielt nicht Pik zurück. Warum nicht? Er öffnet Karo, also aus seiner Sicht eine komplett neue Farbe, wo er auch kein Bild hat, das Ass nicht hat. Was ist das denn für ein Rückspiel hier? Da bin ich jetzt doch ein bisschen irritiert. Wir kommen auf 33. Ja, und tatsächlich, der Alleinspieler hat die bestellte 10. Mein Partner hat Karo 7, 8, 9 gehabt. Ja, wenn sich das mal nicht noch rächen wird hier. Und es wird sich rächen, es wird sich rächen. Denn wir kommen jetzt hier auf 48 mit diesem Stich. Der Alleinspieler hat noch die Pik 10. Und ohne diesen Karo König 10 Stich hätte er natürlich, hätten wir die 14 Augen mehr gemacht auf 62. Das heißt, mein Partner hätte eigentlich nur ganz normal Pik zurückspielen müssen, was ich geöffnet habe im zweiten Stich. Dann hätte ich mir jetzt hier die Karo 10 geangelt und das Spiel wäre hinüber gewesen. Okay, nicht zu ändern. Glücklich für Spieler 2, ärgerlich für uns. Mittelhand. Los geht die wilde Tour. Ja, und ich sehe es schon, durch solche Geschichten ist Spieler 2 natürlich, hat er Oberwasser bekommen. Vielleicht hat er auch ein gutes Blatt. Aber vielleicht ist es auch wieder die nächste Kirsche, denn das eben war ja wohl eine Kirsche. Und dann, ja, probiert er es halt so lange, wie es geht. Das würde ich selbst ja auch nicht machen, nicht anders machen. Ne, der Brunnen, der Krug. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Nach dieser Philosophie kann man so manche Flocke losmachen und erst wenn die ersten Spiele umgebogen sind, brauchst du dann ein wenig vom Gas gehen. So, dieser Grang sieht mir aber auch ausgesprochen kriminell aus. Das muss ich sagen. Nur zwei Buben, die kamen verteilt. Pik 10 offenbar bestellt. Nun wollte ich hier schon das Ass hinterherziehen. Dann denke ich, ach mein Gott, spar doch noch mal das eine Auge. Und das war hier allerdings, wie wir sehen, tatsächlich ein Fehler, denn der Alleinspieler hat noch weitere Luschen abzutragen. Nee, war es ein Fehler? Ich kann es jetzt gar nicht genau übersehen. Jedenfalls diesen vollen, den hat er noch nicht genommen. Und jetzt hat er eben Glück, dass ich hier die Herzlusche noch mitbedienen muss. So, was ändert sich, wenn ich Pik Ass direkt vorziehe? Gut, einen vollen hat er nur noch gebraucht. Also wenn er den vollen sticht, dann ist er auch zu Hause. Hat also doch keinen Unterschied gemacht. Wieder ein knapper Sieg für den Alleinspieler. Für uns fühlt es sich trotzdem nicht gut an, obwohl wir letztlich, denke ich, bei verteilten Buben nichts machen konnten. Ja, da sage ich jetzt mal nichts zu. Das ist natürlich ein Ochse, wie er im Buche steht. Ein Omablatt könnte man auch sagen. Also keine große Kunst. In Vorhand trotzdem natürlich keinen Grang, wo mir das Kreuz Ass fehlt und zwei Buben. Da muss ich hier diesen Achttrümpfer spielen. Ich drücke ihn jetzt schon mal so mit Karo Ass 10 an der Seite und dem König im Keller, damit wir hier gleich beim Abkürzen nicht noch für Verwirrung sorgen, nicht etwa die Karo 10 und dann wird womöglich noch vermutet, dass da ein Stich zu holen ist. So, da ist das Spiel Schneider, drum stand 2-1, Buben zusammen, also alles richtig gemacht, dass ich nicht den Grang gespielt habe. Drei Spiele noch zu laufen, Spieler 2 schlappe 100 Punkte vor mir, den werde ich mir doch wohl jetzt kaufen. Aha, Herz ohne 5, den können wir ja mal bis 60 reizen. Naja, oder auch nur bis 20, denn eigentlich ist er ja noch eine ganze Ecke zu schwach mit nur zwei Assen dabei, ohne 10. Wollen wir es also nicht überziehen. So, auch nicht uninteressant. Alleinspieler öffnet offenbar aus der Kreuz 10 zu viert. Zieht nicht den Buben, was natürlich trotzdem nicht bedeuten muss, dass er alle 4 hat, sondern auch gut sein kann, dass er nicht einen Abwurf der blanken Kreuzlusche oder Dame erlauben möchte, damit da, wenn es geht, nur 15 Augen fallen. Das ist jetzt aber nicht gelungen, denn Kreuz steht von Haus aus zu dritt und mein Partner schmeißt Herz Dame rein. Da sehe ich doch plötzlich eine kleine Chance, wenn der Alleinspieler etwa noch Herz Ass 7 in der Hand hat und mein Partner tatsächlich
einen Buben jetzt mit einem 23er Abstich das Spiel tatsächlich über die Klippe zu schubsen. Aber leider, ihr seht es hier, Herz 7 ist noch bei meinem Partner. Ja, er hat tatsächlich einen Buben, er hat einen roten Buben, also die Idee war nicht schlecht. Vielleicht hätte er dann doch besser auf den Kreuz König erstmal die Herz Lusche fallen lassen und noch nicht die Herz Dame, wobei ich schon glaube, dass der Alleinspieler dann wohl den Buben gezogen hätte und auch damit die Musik wieder raus gewesen wäre. Das Spiel war hier doch eine kleine Ecke zu stark noch mit dem Karo Ass an der Seite. Ja, jetzt wird es aber eng. Spieler 2 ist uns davon galoppiert. Da muss jetzt noch wirklich was passieren. Und viel Weg ist auch nicht mehr. Gut, da sage ich mal, lasse ich ihn ziehen. Beste Chance in dem Fall für uns im Gegenspiel 40 Augen zu schnappen und Spieler 2 so rum wieder einzufangen. Der hat aber hier den Riecher, tauft Kreuz, wo ich wieder nur die 3 Trumpf habe. Mein Partner hoffentlich jetzt mal blank gespielt. Nee, es klappt irgendwie nicht. Es ist ein bisschen der Wurm drin hier in unserem Gegenspiel. Hat aus dem Zwilling geöffnet, vielleicht aufgrund der 20er Reizung, aber schafft es dann wieder dem Alleinspieler hier die 10 hochzuspielen mit dem König, also wieder 14 Augen. Ja, jetzt kann ich hier den 7. spielen. Toll. Damit hat der Alleinspieler auch gerechnet, wirft einfach Pik ab. Okay, wenn er überhaupt noch einen Fehl hat, dann hoffentlich nicht das Pik Ass. Doch, es ist das Pik Ass. Uiuiui. Und Trumpf von unten. Trumpf steht auch wieder so artig. Oh nein, es ist tatsächlich wieder nur ein Fünftrümpfer ohne Dreien. Und mein Partner, er hatte Karo Ass. Und er hatte Karo 10 und er hatte Karo Lusche. Und dann macht er aus dem Herz Zwilling auf. Das ist doch wirklich nicht so besonders gut gespielt. Wo wollte er denn bitte seine Karo vollen unterbringen? Er kann doch jetzt wohl das Karo Ass erstmal im ersten Stich ziehen. Das klärt das Blatt und dafür werden wir die Karo 10 sicher immer noch heimbekommen, aber sehr wahrscheinlich auch den 14 Augen Stich in Herz. Und wiederum können wir sehen bei 73 Augen, das wäre wohl wieder die Entscheidung gewesen. Also so war das Spiel nach dem ersten Stich quasi gewonnen für den Alleinspieler. Ansonsten wären wir mindestens noch gut im Rennen gewesen. Da lacht die Koralle und die Koralle heißt hier Spieler 2 und zieht und zieht und zieht und bekommt jetzt zum Abschluss noch ein Sahnestübchen-Grang hinterher, wo wieder die Buben hüpfen. Ja, der ist ja dann jetzt nicht mehr aufzuhalten. Da geht die Karte auf, Rest bei ihm. Wir schenken hin und schauen am Ende auf plötzlich stolze 695 Punkte von Spieler 2. Der hat in der zweiten Hälfte 5 Spiele gemacht, keins verloren. Die Spiele wurden auch immer besser oder immer teurer zumindest. Da bleibt also nur Hut zu ziehen. Gratulation. Ich habe hinterher auch reingeschaut. Es kam mir doch schon so vor, als könnte das der eine oder andere Bekannte aus der ersten Bundesliga sein, so wie er die Spiele wirklich gut auf dem Punkt zelebriert hat. So war es auch Janni, das ist kein unbeschriebenes Blatt, der weiß also an der Karte, was er tut. Von daher, Janni, 5 € von mir kriege ich hoffentlich bei Gelegenheit als Getränk wieder zurück.